Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich zeige euch heute, wie ich aus Garnresten Kordeln drehe. Ihr könnt die einfarbig machen oder so wie ich, farbig bunt. Und es geht sehr leicht, denn wir benutzen dazu ein elektrisches Handrührgerät mit Knethaken. Ich beginne mit diesen drei Garnresten hier. Ich stelle mir mein eingestecktes Handrührgerät griffbereit. Ebenfalls ein Gewicht, in meinem Fall dieser Wetzstab, der hat oben einen Karabiner, den ich dann nachher öffnen kann. Das ist sehr praktisch, muss aber nicht sein. Und ich lege mir bereit eine Schere. Unbedingt alles griffbereit, denn ihr könnt euch nachher nicht mehr frei bewegen. Was ich dann unbedingt brauche, ist ein Ort, an dem ich mein Garn einhängen kann. Ich habe jetzt hier einen Besenstiel senkrecht aufgestellt an einen Stuhl gebunden. Es geht auch eine Türklinke. Nun nehme ich mein Garn. Ich fange jetzt mal mit diesem weißen hier an. So, ich habe mir jetzt hier ein ziemlich langes Stück abgeschnitten. Ich bin jetzt hier links ein bisschen aus dem Bild, das ist mir klar. Dann nehme ich ein blaues dazu. Ich habe jetzt hier ganz verschiedene Qualitäten. Die müssen nicht gleich dick sein. Und das lege ich nun ebenfalls hier herum und schneide es in der gleichen Länge etwa ab. Und mache das gleiche mit meinem rosa Garn. Wenn ich alle drei Fäden gleich lang abgeschnitten habe, fasse ich sie am Ende, ziehe ein kleines bisschen und dann mache ich hier einen Knoten. So dass ich auf beiden Seiten jeweils einen Faden von jeder Farbe habe. Das hänge ich ein. Spanne mein Garn leicht und drehe es nun durch Einschalten des Handrührgerätes. So, ihr seht, ich habe es jetzt gedreht. Wie stark, lässt sich schwer sagen. Je fester ihr das dreht, je länger ihr das dreht, desto härter wird nachher die Kordel. Ihr seht, es ist ein gutes Stück kürzer geworden. Nun halte ich das Ganze gespannt und hänge mein Gewicht in diese gedrehte Kordel ein. Na? So. Ich nehme den Knethaken aus dem Rührgerät, halte das Gewicht fest und gehe mit dem Anfang des gedrehten Stranges an das Ende. Halte beides gut fest, halte weiterhin alles schön gespannt und löse das hier vom Besenstiel. Wie gesagt, mit einer Türklinke geht es besser. Aber die hätte ich jetzt nicht vor meine Leinwand bekommen. Ups. So, dann halte ich mein Gewicht und meine Kordel und lasse das Gewicht los. Und dann dreht sich die Kordel von alleine zu. Jetzt kann ich das hier oben ablösen. Immer gut festhalten, dass es sich die Enden nicht aufdrehen und einen Knoten hineinmachen. Und am unteren Ende schneide ich das. Das heißt, ich brauche das nicht abschneiden. Ich habe ja meinen Karabiner
Also hier unten muss ich gar keinen Knoten machen, weil ich das mit dem Karabiner herausnehmen kann. Wenn ich das abschneiden muss, müsste ich hier unten jetzt auch einen Knoten machen. Jetzt kann ich noch das abschneiden und habe eine hübsche dreifarbige Kordel. Ihr seht, es war ein Stück etwa 1,50 Meter lang, natürlich doppelt, also ein Garn von etwa 3 Meter Länge ergibt etwa eine fertige Kordel von, in meinem Fall jetzt etwas mehr, ja, 44 cm. Wenn ihr es stärker dreht, geht mehr Länge verloren. Wenn ihr es schwächer dreht, dann bleibt das fertige Stück auch länger. Mit solch einer Kordel kann man allerhand anfangen. Was ich damit genau anfangen werde, das seht ihr dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin bedanke ich mich jetzt für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Für mehr Videos dieser Art lasst ihr gerne ein Abo da. Und ich verbleibe bis zum nächsten Video. Eure Angelika. Gott segne euch!